Und jetzt kommen wir zu Hieronymus Cardanus, ein Gelehrter der Renaissance. Kommt er dir bekannt vor? Doch, natürlich. Sag nichts, sag nichts. Ich weiß schon, also mein Schwager, der repariert so Trecker und Laster. Moment noch, ich komme gleich drauf. Also, der Cardanus war ein bedeutender Philosoph und Wissenschaftler. Techniker, genau, sag ich doch. Jetzt habe ich's. Kardangelenk sitzt zwischen Trecker und Antriebsmaschine. Und gibt's wohl auch beim Laster. Kraftübertragungsdings da zwischen Motor und Antriebswelle. Der Cardanus ist bestimmt so ein super Ingenieur bei Renault. So heißt das nämlich. Und nicht Renaissance. Okay, der Kandidat hat 99 Punkte. Fast richtig. Bis auf Renault. Es heißt wirklich Renaissance. Kennen die Automarke nicht. Was Koreanisches? Die können Namen haben. Ist keine Automarke. Renaissance, das ist eine Zeitepoche zwischen Mittelalter und Neuzeit. 15. und 16. Jahrhundert. Wow! Und damals hatten die schon Laster und Trecker? Wusste ich gar nicht. Cool. Nee, mein Freund, die gab's damals wirklich noch nicht. Aber das nach ihm benannte Kreuzgelenk, das hat er damals erfunden. Eigentlich schade. Hat das erfunden, doch keiner brauchte es, weil es die Laster und die Trecker noch nicht gab. Wovon hat der Mann dann damals eigentlich gelebt? Wenn er seine Erfindung nicht an die Asiaten oder an Renault verkaufen konnte? Zum letzten Mal. Das heißt nicht Renault, sondern Renaissance. Cardanus konnte damals auch anders sein Geld machen. Er war Arzt, Philosoph, Mathematiker, Astrologe und Handleser. Wilde Mischung also. Einerseits die knallharte Automobiltechnik und andererseits der ganze Hokuspokus. Also diese von dir so benannte Automobiltechniker war ein Universalgelehrter. Als Professor für Medizin an der Universität Bologna hatte er natürlich auch Astrologie auf seinem Lehrplan. Das gehörte damals einfach dazu. Hey, wow, die Handleserei auch. Naja, man dachte damals halt ganzheitlich. Du meinst so im Sinne von, der Mensch ist eine Maschine, angetrieben vom Räderwerk der Sterne, meinetwegen auch von der Kardanwelle. Und das kann man dann mit dem Horoskop berechnen. Oder von der Handlinie ablesen. Totaler Humbug. Meinetwegen. Aber damals, in der Renaissance, hatte man sich gerade vom Dogma der Kirche befreit. Griff auf die alten griechischen und arabischen Denker zurück. Und dazu gehörte neben Mathematik auch Astronomie. Wegen letzteren brachte ihn die Kirche dann auch ins Gefängnis. Falschen Planeten entdeckt? Nicht ganz. Das Horoskop von Jesus Christus berechnet. Peinlich, peinlich. Ich habe da mal eine Frage. Also, ist das in der Hand hier die Flirtlinie? Oder hat das was mit Karriere zu tun?